Einen wunderschönen guten Morgen hier wieder bei Plankton Plus Aquaristik. Heute wieder einer weiteren Ausgabe mit dem Mietz. Heute mit mir und einem ganz neuen Gesicht, mit der Anja. Was macht Anja bei Plankton Plus? Anja ist nachgerückt für den Flo. Sie hat die Geschäftszüge, die Zügel, sage ich immer dazu, in die Hand genommen. Und sie war aber schon eigentlich immer in der Firma im Hintergrund unterwegs. Manchmal konnte man sie sogar schon antreffen und viele haben mit ihr bestimmt auch schon Kontakt gehabt. Sie ist schon viel länger in der Firma, seit Anfang an, um es genau zu nehmen, und hat das Ganze ja eigentlich mit Flo zusammen im Hintergrund ja aufgebaut. Wie gesagt, manche haben mich schon ein paar Mal angetroffen oder hatten persönlich Kontakt mit mir, entweder via Telefon oder E-Mail oder haben mich vielleicht mal auf der einen oder anderen Messe gesehen. Interzoo ja, zum Beispiel. Interzoo zum Beispiel. Fisch und Reptil warst du. Genau. Also ich bin im Prinzip seit den Babyschuhen von Plankton Plus mit an Bord. Deswegen warst du auch immer schon meine Chefin. Wusste nur keiner. Also Anja, wie gesagt, macht das Ganze jetzt sehr gut, muss man wirklich sagen. Sie hat ja wirklich von heute auf morgen, musste sie das Ganze ja mit übernehmen. Sie wusste sehr viel schon, ist ja klar. Nach 10 gemeinsamen Jahren mit Flo und fast 7 Jahren im Business-Bereich war ich von Anfang an mit dabei und habe Plankton Plus quasi im Hintergrund immer mit aufgebaut. Manche kennen mich vielleicht auch aus dem alten Fachgeschäft noch. Da war ich freitags, samstags auch oft mal hinter der Kasse anzutreffen. Oder momentan einfach viel auch Support-Telefon, E-Mail-Kontakt natürlich, haben auch einige mit Sicherheit mit mir schon gehabt. Ja, nachdem ich dann mehr oder minder von heute auf morgen... Wurden wir damit konfrontiert, was machen zu müssen, und die Anja hat sich halt hingesetzt und hat gesagt... Dass wir das jetzt einfach weiterführen und dass wir die Vorstellung, die mein Mann hatte, einfach weiterführen möchte und das einfach alles aufrechterhalten will. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein wahnsinnig super Team an meiner Seite, von denen wirklich jeder in letzter Zeit Unmenschliches geleistet hat. Und auch für den Zusammenhalt bin ich wahnsinnig dankbar. Gemeinsam blicken wir nach vorne, machen weiter. Ihr werdet mich weniger vor der Kamera sehen, das machen die Jungs hier alle ganz gut. Ich halte mich dann eher ein bisschen operativ im Hintergrund und ziehe von da die Strippen. Du hast halt jetzt die Zügel in der Hand, weil du die Geschäftsführung halt einfach jetzt übernommen hast. Genau. Also wenn ihr mal dann CEO jetzt liest, Anja Liebe, bitteschön. Genau. Wenn ich es jetzt auf mich beziehe, ich habe das Ganze ja mit Flo in dem Sinne aufgebaut. Er wollte mich ja unbedingt mit dabei haben, um das Fachgeschäft selber aufzubauen, weil ich ja diese Kenntnisse hatte durch mein altes Geschäft. Aber was hast du jetzt? Also in die Aquaristik reingerutscht sind wir eigentlich durchs klassische Hobby. Hat irgendwann vor vielen Jahren angefangen mit Süßwasser und irgendwann hatte man da so alle Herausforderungen durch. Und dann ging es halt weiter, Meerwasser, und dann spielen sich natürlich so ein paar Problemchen ein. Und dann hat man versucht, das irgendwo natürlich auf eine nachhaltige, biologische Art zu lösen. Dann kam dann irgendwann das Plankton ins Spiel. Und so hat sich das alles einfach entwickelt, bis irgendwie dann halt natürlich die Zucht da war von dem Plankton. Das ist ja auch so unser Steckenpferd. Daher auch der Name Plankton Plus. Das Plus steht für das alles Weitere, was wir natürlich jetzt noch machen mit dem Fachgeschäft. Da haben wir zukünftig ein paar, ich nenne es mal Überraschungen parat. Ja, und da fallen mir spontan gerade welche ein, aber ich darf es nicht sagen. Nein, das sagen wir nicht. Ihr werdet es dann sehen. Wir haben es angeteasert. Es kommen schöne Sachen, wo ich wirklich auch gesagt habe, jawohl, das kommt bestimmt gut an. Und da lasst euch da überraschen. Also wir denken da momentan schon ziemlich weit voraus. Es kommt alles ein peu à peu, weil wir gesagt haben, wenn wir es machen, machen wir es halt in der Ruhe, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt wieder irgendwas schnell rausschießen und dann, oh. Eigentlich gelernt habe ich im öffentlichen Dienst, habe da dann auch weitergemacht, mein Fachwirt. Also deswegen ist auch eher so meine Stärke das Backoffice. Da bin ich ganz gut bewandert, Organisation, auch mit Buchhaltung. Das ist ein wenig so mein Steckenpferd, und in alles andere, was jetzt so Technik und Ausführung und Aquarienservice und das alles zum Beispiel angeht, da fuchse ich mich so nach und nach rein. Und das kriegen wir hin, ja. Da habe ich auch sehr viele Erklärbären an meiner Seite.
Ja, es gibt natürlich noch viele andere offene Fragen mit Sicherheit auch für euch da draußen, weil es war ja auch schon mal angesprochen, dass wir uns natürlich auch räumlich ein bisschen verändern. Momentan ist aber Stand der Dinge, wir konzentrieren uns auf das, was wir haben. Das heißt, unsere drei Standorte, wir haben unsere Produktion, wir haben das Fachgeschäft und wir haben unser Logistikzentrum, ja, von dem hauptsächlich alle Sendungen rausgehen. Geplant war ja ein Neubau, die Plankton Plus World. Ja. Das ist erstmal, hat momentan erstmal keinen Fokus. Das wird langfristig mit Sicherheit vielleicht irgendwann verwirklicht werden. Aber momentan konzentrieren wir uns auf unsere Standbeine, die wir haben. Genau. Von da läuft momentan alles weitestgehend gewohnt. Auch im Hinblick mit dem Andi, unserem Biologen, der so ein bisschen gerade sich ein wenig auf die Nachzuchten spezialisiert. Und da wird es auch in der Zukunft, denke ich, gute Ergebnisse geben. Du hattest ja einen Teil von diesem Besatz in deinem Aquarium. Was sind deine Lieblinge? Viele. Da schwimmen ja ein paar rum. Also meine absoluten Lieblinge, die ich von unserem Becken natürlich hierher gegeben habe, das sind die zwei Muränen. Das waren so meine. Für die war ich wirklich Feuer und Flamme und ich schon alleine, das fand ich faszinierend. Die haben mich gesehen, wenn ich am Becken vorbeigelaufen bin. Die hat man sonst eigentlich nie gesehen, die waren immer versteckt. Und sobald ich vorbeigelaufen bin, sind die beiden rausgekommen und haben gewusst, jetzt gibt's Futter. Haben sie dich hier erkannt, Anja? Ich glaube nicht. Das sind die fütternden Hände jetzt nämlich andere. Ja, Andi. Ja, bei dem werden sie jetzt wahrscheinlich rauskommen. Ja. Und, wo ist er denn? Der Nasu. Der Flamingi? Der hier. Ja, und der ist auch hier wahnsinnig groß geworden. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich hier bin und die Tiere einfach sehen kann, wie die sich auch entwickeln. Das ist war schön. Ja, euer Becken eigentlich schon nicht klein. Aber richtig. Fünf Meter, sie können halt schwimmen. Genau. Wir hatten mal einen, jetzt musst du mir helfen, Koffer, Kugelfisch. In eurem Becken, den ja, gelben. Den gelben. Den Kubikus. Der hatte, das war ein Charaktertier. War das nicht der, wo wir das Korallenvideo auch gemacht haben, wo mir alleweil am Finger rumzuzelt hat? Ja, genau, der war das. Ich habe andere Tiere dieser Art erlebt, aber der war wirklich, zu dem hatte ich auch einen persönlichen Bezug. Der hat sich auch immer gefreut, wenn ich komme, also blöd gesagt, aber er ist immer an der Scheibe geschwommen, wo ich war. Und der war dann aber leider eines Tages nicht mehr auffindbar. Leider, und dann haben wir ihn beim Suchen im Becken nicht mehr gefunden. Muränen. Ja, ich glaube nicht. Man weiß es nicht. Der hat uns lange Zeit begleitet und das war auch wirklich so ein Tier, wo ich sage... Der war schön. Du hast ja auch viel Kundenkontakt. Ja. Was sind so Kunden, die dir im Kopf geblieben sind? Ja, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele... Da geht gerade Krieg los. Ja, Flo hat ja auch viele tolle Kundenbecken filmen dürfen. Und auch im Nachgang, wenn man sich diese Videos immer mal wieder anschaut, finde ich das einfach wahnsinnig toll. Wir begleiten ja auch viele Videos so über die Zeit und sagen mal, so hat es früher ausgesehen, an dem Stand sind wir jetzt. Und einfach das auch zu sehen, was da machbar ist, was natürlich auch mit unserer Hilfe, mit unseren Produkten gemacht werden kann, das finde ich schon toll, wenn man das so sehen kann, wie sich da Becken entwickeln, wie sich auch... Der Mensch dahinter entwickelt mit seinem Hobby und da die Freude einfach nicht dran verliert. Das ist auch so das, wofür wir natürlich brennen, einfach den Leuten das Hobby geben zu können, euch zu unterstützen und ja, da einfach euch mit auf dem Weg zu begleiten. Und das ist so. Das ist wieder das, was mich daher dann auch so vorwärts bringt, das Miteinander mit dem Kunden, das Ganze so hinzukriegen. Das ist geil. Nochmal vielen Dank für die tollen Worte und danke auch, dass du das so machst, wie du es machst. Der ein oder andere, der mit mir schon Kontakt hatte, hat jetzt auch mal ein Bild dazu im Kopf, weiß jetzt mal, wer ich bin, wer dahinter steckt. Wenn noch Fragen sind, ihr Wünsche habt, was wir in Zukunft machen können, welche Projekte ihr gerne mal sehen möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, bleibt gesund und ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.